Dies ist die Anleitung für einen Bodyscan. Machen Sie diese Übung an einem angenehmen Ort, an dem Sie ungestört sind und zur Ruhe kommen können. Legen Sie sich bequem hin, entweder auf ein Bett oder eine Couch. Sie können aber auch auf dem Boden, auf einer Matte oder einer dicken Decke liegen. Die Arme liegen möglichst neben dem Körper, die Beine ausgestreckt nebeneinander. Die Füße fallen locker nach außen. Sie können die Augen schließen, wenn das für Sie angenehm ist. Es ist aber auch möglich, diese Übung mit geöffneten Augen durchzuführen. Lenken Sie dann die bewusste Aufmerksamkeit auf Ihren Körper und nehmen Sie ihn in seiner Ganzheit wahr. Werden Sie sich der Tatsache bewusst, dass Sie jetzt in diesem Moment hier liegen. Vielleicht nehmen Sie wahr, wie es sich an den Stellen anfühlt, an denen Ihr Körper in Kontakt ist mit der Unterlage, auf der Sie liegen. Vielleicht spüren Sie die Schwere Ihres Körpers und können sich ein wenig der Schwerkraft überlassen. Nun lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Empfindungen des Atmens, vielleicht im Bauch oder im Brustkorb oder bei der Nase. Wählen Sie die Stelle, an der Sie die Atembewegung leicht wahrnehmen können und bleiben Sie einige Momente, so gut es geht, ganz bei den Empfindungen des Atmens. Zu Beginn der Übung machen Sie sich bewusst, dass es bei dieser Meditation nicht darum geht, einen bestimmten Zustand zu erreichen, zum Beispiel sich zu beruhigen oder sich zu entspannen. Das kann entweder vorkommen oder auch nicht. Der Sinn der Übung ist es, die Aufmerksamkeit auf die einzelnen Regionen des Körpers zu lenken, für einige Momente achtsam dort zu verweilen und die Empfindungen zu spüren, die dort auftauchen, und dann weiterzugehen. Sie müssen nicht darauf warten, dass irgendetwas Besonderes passiert. Alles darf einfach so sein, wie es ist. Folgen Sie den Anleitungen, so gut es geht, und wann immer Ihre Gedanken abzuschweifen beginnen, was Sie unweigerlich tun werden, geleiten Sie die Aufmerksamkeit behutsam zurück zum Körper, ohne darüber zu urteilen. Mit Freundlichkeit und Akzeptanz. So ist es jetzt. Nun spüren Sie noch einmal bewusst den Atem. Dann bündeln Sie Ihre Aufmerksamkeit und lenken Sie sie das linke Bein entlang bis hinein in den linken Fuß und zu den Zehen des linken Fußes. Verweilen Sie dort und spüren Sie die Körperempfindungen. Richten Sie die Aufmerksamkeit abwechselnd auf jeden einzelnen Zeh des linken Fußes. Und bringen Sie freundliches Interesse in diese Körperregion. Erforschen Sie die Empfindungen, die Sie dort vorfinden. Vielleicht spüren Sie den Kontakt zwischen Ihren Zehen oder Sie können ein Gefühl von Druck, Ziehen oder Strömen wahrnehmen, Wärme oder Kälte, Feuchtigkeit oder Trockenheit.
Es mag auch sein, dass Sie keine bestimmte Empfindung spüren. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Dann nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie nichts spüren. Mit Freundlichkeit und Gleichmut. Und nun lassen Sie den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit sich ausdehnen auf die Empfindungen in der Fußsohle, der Ferse, der Oberseite des Fußes. Mit der Aufmerksamkeit dort verweilen und spüren, was in diesem Augenblick auftaucht. Achtsam sein für jede Empfindung, so gut Sie es vermögen. Dann spüren Sie noch einmal bewusst den gesamten linken Fuß und erlauben nun dem Fokus Ihrer Aufmerksamkeit zum Unterschenkel zu gleiten. In die Wade, das Schienbein, das Knie und auch das Kniegelenk. Erforschen Sie mit einer interessierten Aufmerksamkeit die Empfindungen dort. Was immer auftaucht, eine spezifische Empfindung, keine Empfindung, wahrnehmen, wie es sich in diesem Moment anfühlt. Lassen Sie einfach Ihre Aufmerksamkeit an dieser Stelle Ihres Körpers ruhen. Nun wenden Sie die Aufmerksamkeit dem linken Oberschenkel zu und den Empfindungen, die Sie dort spüren. Vielleicht können Sie in die Stellen hineinspüren, an denen Ihr Oberschenkel Kontakt hat mit der Unterlage. Sie können sich jederzeit entscheiden, ganz wach und aufmerksam zu sein für alle Empfindungen, die da sind, an der Hautoberfläche ebenso wie im Inneren des Oberschenkels. Sollten Sie bemerken, dass Ihre Gedanken wandern, dann nehmen Sie auch dies zur Kenntnis. Von Zeit zu Zeit geschieht es ganz von selbst, dass wir abgelenkt sind und über etwas anderes nachdenken. Wenn Sie dies wahrnehmen, ist es ein Moment von Achtsamkeit und eine Gelegenheit, bewusst die Aufmerksamkeit wieder neu auf den Körper auszurichten. Kehren Sie sanft und ohne sich dafür zu beurteilen, wieder zum linken Oberschenkel zurück. Dann spüren Sie noch einmal das linke Bein als Ganzes und lösen Sie sich vom linken Bein und richten Sie die Aufmerksamkeit dann auf das rechte Bein. Gehen Sie zum rechten Fuß und dort zu den Zehen des rechten Fußes. Richten Sie die Aufmerksamkeit abwechselnd auf jeden einzelnen Zeh und bringen Sie freundliches Interesse in diese Körperregion, während Sie die Qualität der Empfindungen erforschen.
Und nun lassen Sie den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit sich ausdehnen auf die Empfindungen in der Fußsohle, der Ferse, der Oberseite des Fußes. Mit der Aufmerksamkeit dort verweilen und spüren, was in diesem Augenblick dort auftaucht. Achtsam sein für jede Empfindung, so gut Sie es vermögen. Spüren Sie noch einmal bewusst den gesamten rechten Fuß und erlauben dem Fokus Ihrer Aufmerksamkeit dann zum Unterschenkel zu gleiten, in die Wade, das Schienbein, das Knie und auch das Kniegelenk. Erforschen Sie mit einer interessierten Aufmerksamkeit die Empfindungen im rechten Unterschenkel und im Knie. Mit der Aufmerksamkeit dort verweilen und spüren, was in diesem Augenblick zu spüren ist. Es geht nicht darum, über die Empfindungen nachzudenken, sondern wahrzunehmen, was unmittelbar im Körper geschieht. Vielleicht nehmen Sie wahr, welche der Empfindungen sich verändern und welche gleich bleiben. Spüren, wie es in diesem Moment ist. Und dann lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit hinauf zum Oberschenkel. Vielleicht fühlen Sie, wie die Kleidung die Hautoberfläche berührt. Vielleicht ist da auch ein Gefühl von Schwere oder Leichtigkeit. Ein Pulsieren, ein Vibrieren oder etwas völlig anderes. Bleiben Sie bei den Empfindungen, wie immer sie sein mögen. Und dann spüren Sie das gesamte rechte Bein und beide Beine. Verweilen Sie offen und neugierig bei den Empfindungen, so wie sie sind. Und nun lösen Sie sich sanft von den Beinen und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit zu den Hüften und zum Becken. Zur rechten Hüfte. Zur linken Hüfte. Und zur Beckenschale.
und dann auch zu den Organen, die sich in diesem Bereich befinden. Vielleicht spüren Sie auch die Atembewegung beim Einatmen und beim Ausatmen. Und von Zeit zu Zeit bemerken Sie vielleicht, wie Sie abgelenkt werden, weil Gedanken, Tagträumereien oder Sorgen in Ihnen aufsteigen. Oder weil Sie den Eindruck haben, die Übung gehe Ihnen zu langsam und Sie nehmen möglicherweise Ungeduld in sich wahr. Es mag auch sein, dass da ein Gefühl von Langeweile oder Unruhe ist, das Ihre Aufmerksamkeit mit aller Kraft auf sich zu ziehen versucht. Wann immer dies geschieht, beobachten Sie es achtsam. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich diese Gedanken, Gefühle und Ablenkungen bewusst zu machen. Sie zur Kenntnis zu nehmen, vielleicht zu beobachten, welche Wirkung sie auf den Körper haben, ohne sie aber in irgendeiner Weise zu bewerten. Und bringen Sie dann die Aufmerksamkeit wieder dorthin zurück, wo Sie sie eigentlich hinlenken möchten, zu den Empfindungen im Becken. Nun erlauben Sie dem Fokus der Aufmerksamkeit, sich zum unteren Rücken zu bewegen. Spüren Sie die Körperempfindungen, egal wie sie sein mögen, auch wenn Sie Spannungen oder etwas Schmerzhaftes verspüren. Versuchen Sie, so gut es geht, einfach nur bei den reinen Empfindungen zu bleiben, ohne sie zu bewerten. Spüren Sie dann den mittleren Rücken. Und nun den oberen Rücken und die Schulterblätter. Im Spüren bleiben, mit Freundlichkeit und Gleichmut. Spüren Sie dann noch einmal den Rücken in seiner Ganzheit.
Dann lösen Sie die Aufmerksamkeit vom Rücken und lassen Sie sie zur Vorderseite des Körpers gleiten, vielleicht an den Körperseiten entlang, nach unten, zunächst zum Unterbauch. Verweilen Sie bei den Empfindungen dort. Und spüren Sie, wie sich die Empfindungen mit dem Wechselspiel des Atmens vielleicht verändern oder auch gleich bleiben, wie immer auch Ihre Erfahrung sein mag. Nun lassen Sie die Aufmerksamkeit zum Oberbauch gleiten und nehmen Sie die Empfindungen dort wahr. Vielleicht spüren Sie auch die Atembewegung in diesem Körperbereich. Was immer Sie wahrnehmen, bleiben Sie einen Moment dabei, ohne es zu bewerten. Dann lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit zur Vorderseite des Brustkorbs, zu den Empfindungen, die dort zu spüren sind, von Augenblick zu Augenblick, während Sie diesen Bereich Ihres Körpers behutsam im Gewahrsein halten. Vielleicht Atembewegungen, vielleicht der Herzschlag, vielleicht keine spezifische Empfindung. Was immer es ist, so ist es jetzt. Bleiben Sie dabei mit einer freundlichen Aufmerksamkeit. Erlauben Sie nun der Aufmerksamkeit, sich vom Brustkorb zu lösen und über die Schultern zu den Händen und den Armen zu gleiten, sodass diese im Mittelpunkt Ihrer Wahrnehmung stehen. Verweilen Sie bei den Empfindungen dort. Dann lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit weiter zu den Schultern und zum Nacken und zu den Körperempfindungen, die Sie dort spüren. Wie auch immer sie sein mögen, angenehm, unangenehm oder auch neutral. Lenken Sie nun die Aufmerksamkeit auf den Nacken und den Hals und spüren Sie auch den Kopf.
Vielleicht nehmen Sie die Schwere des Kopfes wahr, den Hinterkopf, die Kopfhaut. Vielleicht gibt es Empfindungen dort, wo der Kopf die Unterlage berührt, auf der Sie liegen. Erlauben Sie den Empfindungen so zu sein, wie sie sind. Sie müssen nichts verändern, nichts bewerten. Alles kann so sein, wie es ist, für diesen einen Moment. Und dann nehmen Sie bewusst das Gesicht wahr, vielleicht die Gesichtszüge. Gleiten Sie dann mit der Aufmerksamkeit zum Mund und den Lippen. Spüren Sie die Empfindungen dort. Dann gehen Sie weiter zu den Nasenlöchern, dem Nasenrücken und dann auch zu den Nasenflügeln. Spüren Sie die Augen mit den Augenlidern, den Augenbrauen, den Augenhöhlen. Und dann spüren Sie auch die Stirn und die Schläfen. Und von den Schläfen aus gleitet die Aufmerksamkeit zu den Wangen, zu den Ohren und zum Kinn. Dann spüren Sie noch einmal den Kopf als Ganzes und auch noch mal das Gesicht. Weiten Sie jetzt das Feld Ihrer Aufmerksamkeit aus und spüren Sie Ihren Körper in seiner Ganzheit, vom Kopf bis zu den Füßen. Und nehmen Sie auch den Atem wahr, wie er Ihren ganzen Körper erfüllt, während Sie so daliegen. Atmen Sie mit dem ganzen Körper ein und atmen Sie mit dem ganzen Körper aus. Und bei jedem Atemzug spüren Sie den Körper vom Kopf bis zu den Füßen. Sie müssen nichts tun, einfach nur daliegen und wahrnehmen. Und nun lassen Sie alle Absichten bezüglich des Atems los und liegen einfach da. Der Körper darf sein, wie er ist. Vielleicht stellt sich ein Gefühl des Ankommens im Körper ein. Sie dürfen sein, wie Sie sind. Ganz und vollkommen. Im Gewahrsein ruhend, von Augenblick zu Augenblick.
Nutzen Sie nun die folgende Stille, um auf diese Weise für sich selbst zu üben. Während Sie sitzen, können unter Umständen manche Empfindungen sehr intensiv werden, zum Beispiel Schmerzen im Rücken oder in den Knien oder den Schultern. Und Sie werden vielleicht bemerken, wie sich Ihre Aufmerksamkeit wiederholt diesen Empfindungen zuwendet. Wenn dies geschieht, liegt es an Ihnen, wie Sie damit umgehen möchten. Sie können ganz bewusst Ihre Haltung verändern und darauf achten, wie zunächst die Absicht dazu in Ihnen Gestalt annimmt. Um dann in die Bewegung selbst hineinzuspüren. Und dann in die Nachwirkung der Bewegung. Oder Sie können diese Erfahrung dazu nutzen, zu experimentieren, wie Sie sich einer unangenehmen Empfindung akzeptierend und freundlich zuwenden können. Dazu ist es hilfreich, still sitzen zu bleiben und Ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo die Empfindung besonders intensiv ist, und vielleicht mit Hilfe des Atems erforschen, was jetzt, in diesem Augenblick dort zu spüren ist. Wie fühlen sich die Empfindungen genau an? Wo genau befinden sie sich? Verändern sie sich mit der Zeit oder von einer Körpergegend zur anderen? Und wenn es Ihre Aufmerksamkeit nicht mehr dorthin zieht, wenden Sie sich wieder dem gesamten Körper zu, während Sie hier sitzen.
Und nun lade ich Sie ein, das Feld des Gewahrseins zu erweitern und das Hören mit einzubeziehen. Richten Sie die Aufmerksamkeit auf die Sinneserfahrung des Hörens und auf die Geräusche und Klänge selbst. Wenn Sie sich der Geräusche in Ihrem Umfeld bewusst werden, dann hören Sie nur zu. Lassen Sie die Klänge an Ihr Ohr kommen. Suchen Sie nicht nach ihnen. Nur hören und das Geräusch erforschen. Die Länge, die Tonhöhe, die Frequenz. Manche Geräusche sind eher flüchtig, andere laut und deutlich. So gut es geht, registrieren Sie die Geräusche, ohne sie zu benennen oder sie zu bewerten. Es können Geräusche sein aus dem Inneren Ihres Körpers oder von außen, Geräusche im Raum oder Geräusche außerhalb des Raumes. Und vielleicht können Sie auch den Raum erforschen zwischen den Geräuschen und die Stille wahrnehmen. Nehmen Sie die Klänge wahr, ohne zu entscheiden, ob Sie sie mögen oder nicht. Der Körper ist wie ein Mikrofon, welches die Geräusche aufnimmt, gleichgültig, wie sie beschaffen sind und von wo sie kommen. Die reine Sinneserfahrung des Hörens. Öffnen Sie nun auch Ihre Wahrnehmung für die Gedanken. Genau wie die Geräusche kommen und gehen, tauchen auch Gedanken auf. Und wenn Sie sie nicht festhalten, verschwinden sie wieder. Manche bleiben nur kurz, manche bleiben etwas länger, andere kommen immer wieder. So gut es geht, nehmen Sie wahr, wie von Moment zu Moment Gedanken aufsteigen, wissend, dass es Gedanken sind. Die Gedanken können sich um alles drehen, die Vergangenheit, die Zukunft. Sie können Pläne, Erinnerungen, Vorstellungen oder Wünsche sein. Sie können angenehm sein, unangenehm oder neutral. Was auch immer sie sind, beobachten Sie sie nur. Nicht vom Inhalt gefangen werden, sondern die Gedanken als geistige Aktivität wahrnehmen. Es liegt in der Natur der Gedanken, dass sie erscheinen und wieder verschwinden. Dass sie kommen und gehen, dass sie vergänglich sind.
Und dann lade ich Sie ein, auch die Gefühle in das Feld Ihrer Aufmerksamkeit mit einzubeziehen. Manchmal sind die Gefühle klar und deutlich spürbar. Vielleicht nehmen Sie aber auch eine Art gefühlsmäßige Gestimmtheit wahr, eine Stimmung, wie zum Beispiel Aufgeregtheit, Langeweile, Müdigkeit, Freude oder Neugier. Sitzen und beobachten, wie die Gefühle kommen und gehen, von Moment zu Moment. Für die verbleibende Zeit lassen Sie nun alle Objekte der Aufmerksamkeit los. Den Atem, den Körper, die Geräusche, die Gedanken und die Gefühle. Und sitzen Sie einfach nur da mit einer offenen Geisteshaltung, interessiert und entspannt zugleich. Sie müssen nichts tun. Erlauben Sie sich zu erfahren, wie der gegenwärtige Moment sich entfaltet, von Augenblick zu Augenblick. Wenn Sie den Atem spüren, dann seien Sie mit dem Atem. Wenn Sie Körperempfindungen spüren, dann seien Sie mit den Empfindungen. Wenn Ihnen Geräusche bewusst werden, dann hören Sie sie nur. Wenn Gedanken oder Gefühle kommen, dann lassen Sie sie kommen und gehen. Wenn die Erfahrung wieder vergeht, dann bemerken Sie das Vergehen der Erfahrung. Offen sein, nicht eingreifen. Wahrnehmen, wie sich das Leben von alleine entfaltet, von Augenblick zu Augenblick. Dann kehren Sie zum Abschluss der Übung noch einmal zum Atem zurück und sitzen Sie noch einige Momente mit der Aufmerksamkeit beim Atem und in dem Bewusstsein, dass tiefe Stille nicht entsteht, weil die Welt still ist oder die Gedanken zur Ruhe kommen. Stille stellt sich ein, wenn wir Körper und Geist einfach so sein lassen, wie sie sind, von Augenblick zu Augenblick. Von Atemzug zu Atemzug.
Und wenn Sie mögen, können Sie sich an die Möglichkeit erinnern, diese Form des Innehaltens und der akzeptierenden Aufmerksamkeit auch im alltäglichen Leben zu praktizieren. Wann immer Sie sich von den Ereignissen Ihres Alltags überwältigt fühlen, können Sie sich des Atems gewahr werden, der Sie in die Gegenwart bringt und Ihnen hilft, sich wieder neu auszurichten. In der Stille des Augenblicks.